Auf geht's in die erste Liga, Schalke. Glück auf, liebe Schalker. Hier ist wieder der Kia Auto Talk zum heutigen Heimspiel gegen Elversberg. Abi, zwei Spiele haben wir gewonnen. Ist das die Serie, die wir haben wollten, oder wie sieht's aus? Ja, Peter, ich hoffe, dass wir eine Serie kriegen. Wenn man zwei Spiele gewinnt, ist es eine kleine Serie. Ja, die Mannschaft hat sich ja stabilisiert, aber, sieht ja schon besser aus. Ne? Ja, es sieht also meiner Ansicht nach alles besser aus, wie du schon gesagt hast. Nur wie gesagt, es ist natürlich keine Serie in dem Sinne. Serie wäre man ja schön, wenn man 6-7 Spiele hintereinander gewinnt. Okay, der Aufsteiger ist gut in die Saison gestartet, hat sich etabliert. Die Mannschaft von Horst Steffen ist stabil. Mit Sicherheit müssen wir auch aufpassen, denn das Spiel heute Abend für Elversberg wird das Spiel des Jahrhunderts sein in der ausverkauften Arena, oder? Ja, ich habe das Interview hier gesehen vom Steffen. Also er sagt natürlich auch, er war selber auch nicht im Stadion bis jetzt. Er hat gesagt, er war nur so eine Veranstaltung irgendwie bei Pur oder so. Aber selber unten in den Kabinen oder woanders war er auch nicht gewesen. Also, naja, da wird sich auch schön erschrecken, aber das ist ein alter Hase. Der hat lange genug Fußball gespielt und den kann man damit wahrscheinlich auch nicht erschrecken. Ich hoffe nur, dass unsere Jungs genauso weiter Gas geben wie sonst auch. Ich finde, die Dreierkette steht zurzeit. Ja, wir müssen ja, im Mittelfeld ja, genau. noch ein bisschen aggressiver werden. Tempelmann hat sich stabilisiert, gibt Gas, ist ein Turbo. Jawohl. Und vorne, was meinst du, wer spielt heute vorne? Spielen wir mit der gleichen Aufstellung oder was meinst du, was ich glaube, macht? Ich glaube, Karaman ist verletzt. Genau, ich glaube, Karaman wird okay. nicht spielen. Entweder Terodde oder Polter wird spielen. Ist natürlich immer shit, wenn man gerade so ein bisschen Lauf hat und dann verletzt sich wieder der eine oder andere. Ja. Aber so ist es nur beim Fußball. Wir haben lange genug Fußball aufgespielt, wir beide. Ja. Und auch in unterschiedlichen Ligen. Ja. Ja, wobei du eine kleinere Liga, ich in einer größeren Liga. Ja, das ist schon klar. Aber ich spiele ja keine Rolle, Peter. Ist ja trotzdem Fußball. Absolut, Fußball ist Fußball. Und ja, man sieht ja die auch. Die Einstellung muss stimmen, Abi. Die das? Einstellung muss stimmen. Wenn das? Ich auf Platz stehe, dann muss ich dann Siegergehen in mir haben. Dann muss ich Gas geben und dann vor allen Dingen von einer ausverkauften Arena. Ja, Seele. Du weißt, ich bin natürlich gerne für Fußball. Und ich sehe auch gerne Fußball, ich bin auch gerne für Leute, die was unternehmen. Ja, aber wie gesagt, die Serie muss jetzt halten und wir müssen Gas geben. Ja, der Dreier wird uns natürlich gut gehen. Ich sag mal, dann haben wir uns erstmal wieder ein bisschen befreit aus der Abschießzone. Genau, wir hatten ja schon Ängste gehabt, das weiß ich ja, vor dem Spiel gegen Hannover. Wir sind wieder dran und du siehst die anderen Mannschaften schwächern auch. Deswegen sehe ich eigentlich heute das Spiel als sehr positiv und ich glaube auch, dass wir das Spiel gewinnen werden. Glück auf! Ja, ich würde sagen, in dem Sinne, drücken wir die drei Daumen Punkte, drei und Punkte. Drei Punkte. Hoffen auf geile Atmosphäre in unserer Arena und freuen uns auf das heutige Spiel. Jawohl. Glück auf. Danke, Abi. Ciao. Ciao.